Sie sind hier, vergrößern, verkleinern. Ingvild Flugstad Östberg hat den Gesamtweltcup im Langlauf gewonnen. Urheberrecht Getty Images. Update: Sie sind die dominierende Langlaufnation. Mit Johannes Høsflot Klebo und Ingvild Flugstad Østberg sichern sich zwei norwegische Sportler den Gesamtweltcup. Der norwegische Skilangläufer Johannes Høsflot Klebo und seine Landsfrau Ingvild Flugstad Østberg sind die Gesamtweltcup-Sieger der Saison 2018-19. Der 22 Jahre alte Klebo gewann am Sonntag das Weltcup-Finale in Quebec und sicherte sich damit wie im Vorjahr die große Kristallkugel. Østberg, 28, reichte zum Abschluss ein dritter Rang, um erstmals die Gesamtwertung für sich zu entscheiden. Nordstopstar Klebo, der bei der WM in Seefeld dreimal Gold geholt hatte, setzte sich im 15-Kilometer-Verfolgungsrennen im freien Stil mit 2,8 Sekunden Vorsprung auf den Kanadier Alex Harvey durch, der seinen letzten Karrierewettkampf bestritt. Dritter wurde der Russe Alexander Bolschunow, 2,9 Sekunden, der Klebo noch von der Weltcup-Spitze hätte verdrängen können. Bester Deutscher war Florian Notz auf Platz 24, 3:00. Norwegische Dominanz in den letzten Jahren. Østberg hatte zuvor für den 6. Sieg einer Norwegerin in der Gesamtwertung in Serie gesorgt. Das abschließende 10-Kilometer-Verfolgungsrennen im freien Stil und damit die dreitägige Wettkampfserie in Ostkanada gewann die Schwedin Stina Nilsson mit 12,9 Sekunden Vorsprung auf Norwegens Topstar Therese Johaug. Beste Deutsche war Katharina Hennig auf Platz 17, 2:08:03. Die deutschen Langläufer dürfen auf eine starke Premierensaison unter dem neuen Chefcoach Peter Schlickenrieder zurückblicken. Ein Weltcupsieg von Janosch Brugger, ein zweiter Platz von Sandra Ringwald, Hennig mehrmals unter den Top 10, erfreuliche WM-Ergebnisse, es lief deutlich besser, als zu erwarten war. Johaug im Distanzweltcup stark. Johaug stand bereits als Siegerin des Distanzweltcups fest, für den Gewinn des Gesamtweltcups kam die zehnmalige Weltmeisterin nach ihrem Verzicht auf die Tour de Ski nicht mehr in Frage. Am Samstag hatte die 30-Jährige erstmals seit mehr als drei Jahren eine Niederlage in einem Distanzrennen kassiert. Im Klassikmassenstart über 10 Kilometer musste sich Johaug im Zielsprint Nilsson geschlagen geben. Johaug hatte ihre letzte Niederlage in einem Distanzrennen vor ihrer Dopingsperre am 12. März 2016 im kanadischen Kenmore kassiert.